Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Quest 7. Hier ist irgendwie die Post am Abgehen hier. Ich weiß ja auch nicht. Eigentlich wollten wir beim letzten Mal ja schon einen Aufstand auslösen. Ja, wir haben die Arena-Kämpfe bestritten. Jetzt bin ich dann ja direkt wieder zurückgerannt, ja. Und sieh mal einer an. Anscheinend, naja, so wirklich am Kämpfen sind die jetzt auch nicht. Mal sehen. Es ist ja noch nicht zu spät, Menschen. Gebt diese sinnlose Revolte auf und die Dinge können wieder so sein, wie sie waren. Ich habe keine Angst zu sterben. Eher würde ich mein Leben geben, als auch nur einen Tag unter der Knute der Monster darben zu müssen. Ich kämpfe für all meine Freunde, die ihr Leben lassen mussten. Wenn ich auch nur ein Monster mitnehmen kann, wenn ich zur Hölle fahre, dann war es das wert. Ist irgendwie ein bisschen doof, dass wir uns da nicht einmischen können. Wir haben uns endlich dazu aufgerafft, uns den Kampf für die Freiheit anzuschließen. Wir wären für jede Unterstützung dankbar. Ein paar von uns scheinen sich nämlich ein wenig schwer zu tun. Ihr könnt nicht auf Vergebung hoffen, menschliches Gewürm. Habt ihr wirklich geglaubt, dass eure Rebellion von Erfolg gekrönt sein würde? Na, ihn kann man wenigstens angreifen. Ich hab mir schon so gedacht, ne? Hallo? Also, die Inszenierung muss da ein bisschen besser sein. Ja, die müssen wirklich aktiv kämpfen. Ist das so ein bisschen schwachsinnig? Aber gut. Puh, man dankt. Einen Augenblick lang dachte ich schon, ich wäre erledigt. Na gut, kann ich was gegen dich machen? Nee. Anscheinend ja nicht. Na gut, schauen wir uns noch ein bisschen um. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwas tun muss überhaupt. Oder ob das jetzt optional ist, dass ich hier zurückgerannt bin. Clara stand kurz davor, hingerichtet zu werden, als ein Held wie aus dem Nichts auftauchte, sie rettete und damit etwas lostrat, was nur als Rebellion bezeichnet werden kann. Ziemlich aufregend, das Ganze. Ihr werdet dafür büßen, dass ihr die Hand gegen uns mächtige Monster erhoben habt. Na also. Ein Grovian. Auch dich machen wir platt. Wir machen alles platt. Mal sehen, ob sich das bezahlt macht, hier unten nochmal aufzuräumen. Ich hoffe doch sehr. Wir haben den Kämpfer, der Clara gerettet hat, viel zu verdanken. Durch ihn haben wir den Mut gefunden, uns gegen die widerlichen Monster aufzulehnen. Kommt schon und holt euch eure Packung ab, ihr elenden Kreaturen. Hört zu, Menschen, das hier ist alles vergebens. Eure kleine Revolte hat nicht den Hauch einer Chance auf Erfolg. Spart euch eure Kampfeslust für die Arena auf. Ich würde mich gerne überall einmischen, wenn es geht. Pa, wäre ich doch nur ein Kämpfer, wenn wir schon sterben müssen, dann möchte ich so viele Monster wie möglich mitnehmen ins Jenseits. Könntest auch einfach deine Kameraden heilen, wie wär's damit? Komm schon, du elende Kreatur, wir geben dir, was du verdienst. Ich bin im Kampf genauso tapfer und mutig wie der Mann, der die Kriegerin gerettet hat. Ungelogen. Ihr werdet dafür büßen, dass ihr die Hand gegen uns mächtige Monster oben habt. Ja, ja, machen wir euch alle platt. Das sollte relativ schnell erledigt sein. Wie gesagt, ich bin mir immer noch unsicher, ob wir das überhaupt tun müssen. Ich meine, im schlimmsten Fall kriegen wir halt ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte und das war's. Also von daher, na, probieren wir es einfach mal aus. Kann ja nicht schaden. So, was sind hier denn noch welche, hä? Da drüben vielleicht? Ja, natürlich. Ihr seid erledigt, ihr erbärmlichen Menschen. Kein Allmächtiger wird euch jetzt noch retten können. Ja, ja, ihr immer mit euren Reden da, ja? Das wird nichts, Freundchen. Oh, sehr gut. Bewegungsunfähig gemacht. Sehr schön. Was mit dir? Ich kann immer noch nicht glauben, was sich da von meinen Augen abgespielt hat. Mir ist regelrecht schwindelig geworden, als der Kämpfer richtig in Schwung gekommen war. Es sah so aus, als wäre Claras Ende gekommen, doch dann ist plötzlich wie aus dem Nichts der Kerl erschienen und hat sich den ganzen Monster allein entgegengestellt. Ich war eh ein bisschen verwundert, dass wir nicht sofort den Aufstand angezettelt haben, mal ganz im Ernst, ne? Das fand ich ein bisschen komisch, irgendwie. Ich habe hier gestanden und den Leuten gesagt, dass da drin einfach zu viele Monster sind und sie besser nicht hineingehen sollten. Aber haben Clara und ihr Bruder auf mich gehört? Nein, sie sind einfach nur hineingestimmt. Ach, was jetzt mit ihnen geschieht? Da werde ich dann also gleich reingehen. Keine Reaktion, er hat wohl seinen letzten Atemzug getan. Na gut, um den ist es in dem Fall nicht schade. Dieser Krieger hat sein Leben gegeben, um mich zu beschützen. Ein wahrer Held. Ja, dann ist das wenigstens zum Schluss noch geworden. Schön für ihn. Ihr seid erledigt, ihr erbärmlichen Menschen. Kein Allmächtiger wird euch jetzt noch retten können. Ein Quicken hier. Alles ganz simple Kämpfe. Oh, Abwehrstellung. Wirklich? Willst du es noch
unnötig in die Länge ziehen, ha? Dein Ende. Das wird dir alles nichts helfen. Tut mir leid. Tja. Oh. Keine Reaktion. Das Monster hat wohl seinen letzten Atemzug getan. Da war auch schon jemand fleißig. Hier könnte man auch nochmal speichern. Das werde ich jetzt noch nicht direkt tun. Erfreut euch an euren armseligen Triumphen, sagen ihr noch könnt Menschen. Bald wird unser Herr und Meister Kardinal Sünde hier eintreffen, um euren lächerlichen Widerstand zu brechen. Und er wird euch alle ins Jenseits befördern. Ach, auch den werden wir zerlegen. Mensch. Ihr seid erledigt, ihr erbärmlichen Menschen. Keiner mächtiger wird euch... Ja, ja. Die sagen auch immer das Gleiche, ha? Eine Bumantus. Weg mit dir, Bumantus. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Mensch. Ihr seid aber auch alle Waschlappen, ist ja unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Zeug dazu haben würde, aber ich habe diesen Monstern ordentlich was auf die Mütze gegeben. Wenn ich gewusst hätte, dass es so viel Spaß macht zu rebellieren, hätte ich schon früher damit angefangen. Hey, das müsst ihr euch anhören, einfach unglaublich. Er war so ein wahnsinnig guter Schwertkämpfer, der deinen Arm klarer gehalten und mit den anderen die Monster niedergemetzelt hat. Und mir wird ganz anders, wenn ich nur daran denke. Na, und mir wird auch ganz anders, wenn ich bedenke, wie sehr sich Soran dann bisher zurückgehalten hat, hä? Der hätte ruhig mal früher damit anfangen können. Da wollte ich nicht runter. Einfach mal kurz so ruhigere Musik für eine Sekunde oder so. Also gut. Da werden wir auch nochmal nachschauen, ob hier noch welche sind. Natürlich. Ja, bereite dich auf dein Ende vor. Ich werde deine steinernde Leiche aus der Arena katapultieren. Warte, kein Grund, die Dinge zu überstürzen. Können wir das nicht ausdiskutieren? Ich gebe dir auch was Schönes. Gebt doch einen sinnlosen Widerstand auf. Selbst wenn ihr uns besiegen solltet, werdet ihr niemals eben hier entkommen. Das Maß ist voll. Ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr uns für Unterhaltung, dass ihr uns für Unterhaltungszwecke missbraucht habt. So, dich erledigen wir noch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es was bringt außer Erfahrungspunkte, aber ich mach das einfach mal. Geht ja auch relativ zackig an und für sich, ne? Sich hier durchzuarbeiten. Sind ja alles keine wirklichen Herausforderungen. Also weg mit euch. Es warten noch tolle Dinge auf uns, wenn wir hier fertig sind, ja? Ganz tolle Dinge. Wie zum Beispiel neue Klassen, worauf ich mich schon echt freue. Ach, sieht mal einer an, nee, die spawnen immer wieder nach. Okay, also ist wohl doch sinnlos. Dann kümmern wir uns mal um die Hauptgegner oder so. Die wahrscheinlich irgendwo da drin sind, ha? Eben ankämpft ein Krieger, den ich hier noch nie gesehen habe. Kommt sehr heroisch rüber, der Typ. Hat die Tür aufgetreten und kam mit klarem Arm reingestürmt, der Angeber. Ich würde dir echt gern zur Hand gehen, aber ich bin fix und fertig. Lasst euch das mal machen. Ihr Monster habt noch was gut bei mir und durch die ganzen Scharmützel der Arena konnten wir unsere Kampffähigkeiten verbessern. Hier, ich demonstriere es euch mal. Ihr Menschenpack soll wissen, wo ihr hingehört. Ihr habt kein Recht, gegen eure Herren und Meister aufzubegehren. Ah, da ist Kasimir. Sieh mal einer an. Überlasst die Dinger hier unten Soran und mir. Ihr müsst hoch zur Abtei und der Schlange in den Kopf abschlagen. Okay. Ernsthaft? Ich hätte es eher cool gefunden, wenn wir die noch mitnehmen könnten. Mensch. Ernsthaft? Ich muss hier gar nicht hin. Oh Mann. Das ist deprimierend. Ich wollte doch nur helfen, Mensch. So was Gemeines. Aber gut, dann gehen wir wohl doch nach oben, ne? Genau, wir speichern nochmal. Das ist, denke ich, genau das Richtige. Mal ganz offiziell hier. Ja, mach mal. Hauptsache, es wird nochmal hier die Kirchenmusik eingespielt. Jawohl. Meine Güte. Natürlich, setzen wir fort. Dann geht's nach oben. Von mir aus, wenn wir unten keine Hilfe sein können. Vielleicht ist das hier wirklich einfach nur, dass man nochmal ein bisschen trainieren kann oder so. Keine Ahnung. Kann ja auch sein. Auch wenn das ein bisschen schade ist, aber okay. Dann haben wir echt nichts hier unten verloren. Ich hoffe nur, wir sind auch bereit. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich sind wir bereit. Haltet bitte einen Moment ein. Ja, was denn jetzt, Mensch? Ach, du bist es.
Ich bitte um Entschuldigung, es war nicht meine Absicht, euch zu beunruhigen. Ich nehme an, ihr erinnert euch an mich, ich bin Nova, Hohepriesterin der Alles-Neu-Abtei. Ich bin gekommen, mich um euren Kampf gegen den Hochstapler anzuschließen, das sich meinen Posten angeeignet hat. Es würde sich für jemanden in meiner Position nicht geziemen, mich feige in der Ecke zu verkriechen, während andere meine Kämpfe für mich ausfechten. Im Namen all meiner glorreichen Vorgänge muss ich an eurer Seite kämpfen und diesen Ort von allem Bösen befreien. Oh, das ist eine nette kleine Überraschung, also haben wir doch wieder 4 Leute, sehr gut. Oder wie wär's gleich mit nochmal 2 mehr, ha? Diese Leibgarde da nehme ich mal an, gehört nicht mit zum Paket, ja. Uns hat die Nachricht erreicht, dass im Bereich der Arena eine offene Revolte gegen die Monster ausgebrochen ist. Wir wurden hier positioniert, um Monster, die versuchen zu entkommen, abzufangen und zu erledigen. Na gut, das ergibt Sinn. Von mir aus, alles in Ordnung. Ist hier irgendwas? Mein Radar ist wieder wie wild am Ausschlagen. Können wir jetzt eigentlich überall hin? Ich meine, hier weiß ich noch, dass mal die Türen verschlossen waren. Nee, man kommt hier... Oh, was zum... Ich spawn Monster, okay. Schweinozeros, aha. Und Zung-Fu-Meister. Mal sehen, was ihr könnt überhaupt. Nova greift an und kann sogar einigermaßen gut Schaden machen. Das freut mich, ja. Gar nicht schlecht. Ich hoffe, die hat auch ein paar Heilzauber parat. Oh, Knack, okay. Gut, endlich mal wieder ein nützliches Mitglied. Das freut mich. Sind immer gerne gesehen, ja. Hauptsache, ihr könnt euch nützlich machen, dann passt alles. Ach ja, die sind jetzt hier überall. Na dann würde ich sagen, auf schnellsten Weg nach oben. So, was ist hier los? Komm schon, mein Freund. Sicherlich ist dir die Erfahrung, die du im Kampf gesammelt hast, schon Belohnung genug, nicht wahr? Sicherlich hat dir deine Reise oder Selbstfindung bereits ein großes Maß an Freiheit verschafft. Spar dir dein heuchlerisches Geschwafel, ich will wahre Freiheit. Ich hab dein nämliches Arena-Turnier ehrlich gewonnen, jetzt lass mich gehen. Wie du wünschst, du darfst uns nun verlassen, aber als Leiche. Hahaha, da habe ich wohl ein bisschen über die Stränge geschlagen. Es gibt dieses Mal nicht einmal eine Leiche, die entsorgt werden müsste. Tja, ach. Goddammit, ernsthaft? Are you serious? Das war einfach mal voll das Troll-Spawning gerade. Haha, kämpfe gegen den Boss Flop. Nope. Muss erst an uns vorbei. Was zur Hölle? Lass mich den Boss bekämpfen, Mann. Wie gemein. Das fand ich gar nicht nett. Oh, ihr Priesterin, was für eine Ehre, aber du kommst leider etwas zu spät. Wir haben die Energie, die erforderlich ist, um unseren Herrn und Meister wieder erstarken zu lassen, nämlich bereits gesammelt. Wir brauchen deine geliebten menschlichen Bittstelle und ihre sogenannten Talente nicht mehr. Die Energie, die wir aus der Verzweiflung der Arena-Kämpfer gewinnen konnten, hat sich als viel stärker erwiesen, als wir uns das hätten vorstellen können. Aber glaube jetzt nur nicht, dass ich es dir gestatten werde, diesen Ort zu verlassen. Für dich und deinesgleichen haben wir keine Verwendung mehr, deshalb müsst ihr entsorgt werden. Ja, alle, ja, So sieht er also eigentlich aus. Das ist ja lustig. Kardinalsünde. So, ich hoffe, der Typ ist nicht ganz so krass. Mal sehen. Sieht gefährlich aus. Was machen wir eigentlich? Muss mal kurz sehen. In dem Fall sollten wir vielleicht mal wieder klassische Stärkung machen, ha? Naja, ihr seid aber wichtiger. Deswegen immer ein bisschen aufpassen. So, das gehen wir mal wieder ganz klassisch an. Ja, du kannst nicht wirklich viel mehr machen als draufhauen. Magische Barriere. Und Brutzel. Brutzel, ha? So, das könnte ganz lustig werden. Du, Ruf. Benutz ruhig mal ein Heilkraut. Aber erstmal auf Chris. Das ist nämlich unser Hauptheiler, ne? Und wenn der hier kräftig so weitermacht, sehen wir nicht alsbald alt aus. So. So, noch einmal auf dich Stärkung und dann sollte das hoffentlich einigermaßen passen. Na, ich habe keine neuen Heilkräuter ausgerüstet. Ich bin ein Trottel. Warum habe ich da nicht mehr dran gedacht? Mensch. Wie konnte ich das nur vergessen? Na. Wow, du hast auch keine mehr. Das könnte lustig werden.
Ich trottel. So. Na gut. Irgendwie schaffen wir das schon. Mal sehen. Kommt ganz drauf an natürlich wieder, was da so alles spawnt, ne? Also was da spammt an Moves. Ich meine, so momentan ist das in Ordnung. Ist jetzt nicht wirklich extrem schlimm gerade, aber es kann schlimm werden. Das auf jeden Fall. So, hau ruhig mal mit drauf wieder. Bist du jetzt die Hauptheilerin, aber es liegt daran, dass du so wenig offensiv warst, dass es relativ wenig Sinn macht, mit dir anzugreifen. Und wir machen ja auch sehr, sehr gut Schaden, habe ich den Eindruck. Wie sieht's eigentlich hier aus? Ist alle, jeder noch gestärkt? Okay, alle sind noch gestärkt, dann passt alles. Brutzel, ja, ja, das ist übel. Da muss man echt aufpassen hier. So, jetzt darfst du mal wieder zur Mittelheilung in dem Fall greifen. Hatten wir in dem Kampf noch nicht. Wird allerdings gerade etwas wichtiger. Oh Gott. Oh Gott. Was? Ernsthaft? Was ist das für ein Quatsch? Was? Ja, genau. Macht 150 auf einen im Prinzip. Läuft. Danke. Was ist das für ein Quatsch? Ganz im Ernst, das Balancing von dem Spiel ist manchmal die Katastrophe. Da kriege ich wieder meinen Hass. Oh ja, der Spieler kann nicht mal 150 aushalten. Machen wir einen Angriff mit 150. Läuft. Wenn alle Monster bisher mit ein, zwei Schlägen besiegt werden sonst. Von mir, weißt du. Läuft. Balancing. Grandios. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Ja, diese komischen Blätter habe ich ja gar nicht dabei. Das stellt 30 wieder her. Ist alles zu schlecht eigentlich. Geil. Super. Kannst eigentlich nur Ruff hochhalten und der kann angreifen. Yay. Läuft. Was soll ich denn sonst tun, ne? Ich meine, Maribel als Angreiferin ist eh Quatsch. Naja, halt dich mal selbst nochmal hoch. Vielleicht funktioniert's ja. Ja, danke. Mach auch noch weiter mit solchen Zaubern. Sehr toll. Oh Mann, ey. Ich krieg die Krise. Ja, läuft. Danke, okay, das ist gut. Du hättest auch mal vorher heilen können, by the way, ne? Will ich nur mal so anmerken. Aber ist natürlich wieder alles schön random. Nicht mit einer tollen KI oder so, die das registriert. Wow, okay, das war super. Kriegt Chris schon wieder keine Erfahrungspunkte, oder? Oder kriegt er dann doch noch welche? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, ob der als Toter Erfahrungspunkte kriegen kann. Ah, ja. Das mit den Energiekugeln, wisst ihr? Da rege ich mich einfach auf. 2x75 auf einen. Ich weiß nicht, ob er das auch auf andere schleudern kann. Aber dann könnt ihr es wenigstens so programmieren, weil es kann niemand 150 aushalten überhaupt zu dem Zeitpunkt so einfach, ne? Wahrscheinlich noch nicht mal ganz auf Level 20, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das kommt wahrscheinlich erst noch ein paar Level oben drauf, ne? Es sind jetzt so bei etwa 120 KP. Dann vielleicht gerade so auf Level 20 könnte man es dann mal schaffen. Aber ja. Und natürlich noch mit Stärkung und so, ne? Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es natürlich noch mehr Schaden, ganz klar. Finde ich nicht so schön, ja. Mal habe ich mich aufgeregt, dass es zu leicht war. Da habe ich mich aufgeregt, dass es zu schwer war, auch mal an der Stelle. Liegt daran, dass das Balancing einfach eine Katastrophe stellenweise ist. Weil die Kämpfe sind ja alle eigentlich sehr leicht zu bestreiten. Aber in Bosskämpfen sind es halt Zufallsmuster, die dann entscheiden, wie hart der Kampf wird. Kann voll easy werden oder auch richtig scheiße, je nachdem, welcher Move so gespammt wird, ne? Wenn er jetzt die ganze Zeit zum Beispiel diesen einen Feuerzauber da gemacht hätte, ne? Der so bis zu 30 Schaden oder so gemacht hat, ne? Hätte er ja auch machen können. Zweimal in der Runde einfach, ne? Wäre sicherlich auch drin. Und dann kommen die Energiekugeln. Super. Ja, sowas regt mich ein bisschen auf, weil das ist kein gutes Balancing in meinen Augen. Weil da kann halt jeder reinrasseln, selbst als sehr erfahrener Spieler.
Ja, selbst mit Stärkung und bestem Equipment und so, ne? Hat das nicht ganz gereicht. Wir können schlicht und ergreifend nicht so viel HP aufbauen. Geht nicht zu dem Zeitpunkt. Also würden uns dann völlig überleveln. Weil ich merke, dass ich so gut dabei bin leveltechnisch. Weil ja alle Monster im Durchschnitt mit ein, zwei Hieben tot sind, ne? Daran merkt man sowas, wenn man in einer Runde in der Regel eine Gruppe ausschalten kann, manchmal auch in zwei, bin ich meiner Meinung nach gut dabei im Level. Aber okay, gut, ich meine, er war jetzt nicht das große Problem trotz allem. Er hat an sich nicht so viel ausgehalten. Aber seine Offensive hätte man etwas ausbalancen können. Muss ich wirklich sagen. Dank Chris und seiner Gefährten kann der Plan der Monster, die Energie, die sie den Menschen entzogen hatten, dem mächtigen Elmonenkönig zuzuführen, vereitelt werden. Endlich aus ihrer Gefangenschaft befreit, stürmen die Priester und Wachen in die Abtei zurück und verjagen die Eindringlinge. Nun, da die Monster fort sind, kehrt in der Abtei langsam wieder Normalität ein, sodass hier gewiss bald das gewohnte, geschäftige Treiben herrschen wird. Ein paar Tage vergehen. Immerhin sind wir jetzt wieder am Leben anscheinend. Gut so. Yeah, ein Lederhut. Ich will unbedingt Lederhüte haben. Warum kann das kein normales Equipment sein für den vielen Fortschritt? Unfair ist das. Ich bin dazu geboren, diese hinreißenden, flauschigen Ohren zu tragen. Wenn ich kein Häschen sein darf, dann will ich gar nichts mehr sein. Und ich gehe nie, nie wieder zurück in mein doofes Königreich. So. Oh, liebe Güte, ob die Prinzessin nun irgendwann erwachsen wird und damit aufhört, ihr Möglichstes zu tun, mir an armen Eltern einen Herzinfarkt zu bescheren? Hier sieht ja alles anders aus. Wo sind wir da überhaupt genau? Da alle den Ort verlassen haben, hätte es keinen Sinn gehabt, die Bank in Pilgerspine weiterzuführen. Die Frage ist jetzt, wie mein nächster Karriereschritt aussehen soll. Oh nein, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe dieses merkwürdige Steinobjekt, das uns einer unserer Kunden anvertraut hat, dort vergessen. Naja, was soll's, der Kunde ist nie zurückgekommen, um es abzuholen. Und ich denke nicht, dass allzu viele zwielichtige Gestalten in der Bank herumschnüffeln werden. Wahrscheinlich ist es dort gar nicht so schlecht aufgehoben. Wow, dann darf ich backtracken. Dafür. Hoffentlich wird es uns irgendwie gebracht oder so. Weil das ist nämlich auch nicht gerade der kleinste Weg. Weil dann gehe ich im Prinzip nur für ein Fragment nochmal einen ewig langen Weg. Backtracking ist ja auch nicht so schön. Und du bist dir sicher, dass du es nicht bereuen wirst, nachdem du so viel durchgemacht hast, um dir deinen Traum zu erfüllen und hier zu arbeiten? Nö, ich habe eingesehen, dass das doch nichts für mich ist. Ein gewöhnlicher Dieb hat in so einem schicken Palast wie hier nichts verloren. Danke für die Gelegenheit und alles, aber ich bin einfach nicht gemacht für diese ganze Elite-Soldat-Leibgarden-Geschichte. Nun, ich für meinen Teil finde es schade, dass du gehst. Hör schon auf, du wolltest von Anfang an nicht, dass ich hier arbeite. Glaubst du etwa, ich hätte das nicht gemerkt? Nein, also Leute, ich weiß, wenn es Zeit ist, einen Sittich zu machen. War nett, dich und deine Kollegen kennenzulernen, Chris. Viel Glück, hm? Pass auf dich auf, Kasimir, und grüß mir Soran und seine Schwester schön, ja? So. Geht hier alles wieder den geregelten Ablauf, hm? Maus hat uns also verlassen und ich nehme an, dass Soran und Clara auch bald abreißen werden. Ich frage mich, ob ich Clara vielleicht überreden könnte, hier bei mir zu bleiben. Pff, aber selbst wenn sie sich zum Bleiben entschließen sollte, müssen wir uns immer noch mit Soran auseinandersetzen. Warum müssen die Dinge immer so kompliziert sein? Ja, ich werde, denke ich, im nächsten Part nochmal mit allen sprechen. Ich will jetzt erstmal zum nächsten Speicherpunkt, wenn es möglich ist, irgendwie. Ist ja ganz nett hier. Wo kommen wir denn da überhaupt hin? Ist das irgendwie ein Obergeschoss gewesen oder so jetzt hier? Ach so, interessant. Okay, da sind wir das letzte Mal ja nicht hochgegangen. So, ich speichere und beim nächsten Mal schauen wir uns doch mal an, was die alle zu sagen haben. Vielleicht können wir uns dann endlich neue Klassen aneignen und so weiter. Dann sollte, denke ich, alles passen. Na? Genau, verzeichnen wir das mal rein. Mein Kämpferisch haben wir uns das, denke ich, ganz gut geschlagen in alles neue Abteil. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass manche so echte Probleme mit dem Kampf haben, oder? Wenn das Muster richtig unfair ist, könnt ihr mir mal drunter schreiben, wie bei euch der Kampf dann so lief gegen den Typen, ja? Wenn ihr das Spiel spielt. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn der fies austeilt, ja, dass da lange nichts zu machen ist und man ziemlich am Verzweifeln sein könnte. Also, ich kann es mir schon teilweise auch recht schwer vorstellen. Auch bei den 5 Arena-Kämpfen braucht man schon auch ein bisschen Glück auf jeden Fall. Ich denke, Glück hatte ich durchaus. Das leugne ich hier nicht, aber mal sehen. Wie auch immer, Leute. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 7.